Le Mans Ultimate. Jetzt live in Spa. Also live ist es nicht, aber wir spielen Le Mans Ultimate. Den neuen Simracer mit dem Porsche hier. GTR. Auf Spa. Controller. Wir sind. Denn jetzt die Steuerung? Hat's die Steuerung zerschossen, leider. Ich weiß nicht wieso. Also die ganze Zeit hat's funktioniert. Jetzt hat er's wieder erkannt. Ich hoffe, wir können mit dem Gamepad weiterspielen. Einmal fortsetzen. Hat den Vorteil, dass wir jetzt wieder ein paar Karossen vor uns haben. Und da mal ein Manöver starten können. Wir haben noch 13 Minuten Rennzeit vor uns. Ein 20 Minuten Rennen habe ich so eingestellt. Wir haben einfach mal den Modus getestet, ohne Regeln. Aber wir sind noch Erste, also Erste in unserer Klasse. Die GTR sind alle hinter uns. Hier aufs Bar. Das wird ein Hypercar, das uns überholt. Das sind die engen Kurven, kurz vom Startziel. Ja. Okay. Wow. Hey, hey! Ja, wir haben uns jetzt heute mal Le Mans Ultimate gegönnt. Das ist 30 Euro Early Access. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Man muss erst mal ein paar Einstellungen machen. Außer man will es so spielen, wie es bereits eingestellt ist, logischerweise. Haha. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich schick. Ist ein Simracer natürlich. Und ja. Das schauen wir mal. Wir müssen ja deliveren. Genau. Marcel wird wissen, was ich meine. So, einmal da rüber. Wir sind jetzt da ein bisschen ins Aus geraten. Fahren auch gerade einen ziemlichen Mist zusammen. So, aber den kriegen wir. Auch wenn es nichts für die Wertung tut, weil, wie gesagt, es ist einfach nur. Die andere Klasse, die da mitfährt, zählt natürlich nicht in unsere Wertung rein. Wäre auch ein bisschen unfair, weil die Hypercars ja geschwindigkeitsmäßig nochmal ein bisschen schneller unterwegs sind. Ich finde es ja eigentlich auch schicker, muss ich ehrlich sagen. Wobei der Porsche schon auch nice ist, aber you name it. Dann mal in die Rabatte. Na, war es gerade noch so gepackt. So, wir müssten doch eigentlich bald wieder eine Runde haben, oder? Wie schaut's aus? Also man kann ja auch den Spritverbrauch simulieren lassen. Man kann alles simulieren lassen. Ich meine, es ist natürlich nichts Neues für Simracer. Aber ich finde 30 Euro ist ein fairer Preis, überlegt man. Was man alles bekommt. Massiv viele Autos und jede Menge, was ist jede Menge, auch einige Strecken. Und wer weiß, was noch kommt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob noch viele Strecken dazukommen. Ich glaube, der Early Access ist eher so Feinschliff. Weil, wie gesagt, Grafik. Ist durchaus angemessen, ist jetzt nicht ultra schick, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ich habe allerdings bis jetzt nur Rennen bei trockenem Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei Regen ausschaut. Es ist halt jetzt vielleicht kein Hochglanz Forza Motorsport.
Was wahrscheinlich grafisch echt nochmal eine andere Liga ist. Der ist uns jetzt hinten reingeballert. Der hier darf uns mal überholen. Ich habe ja auch andere Ansichten, die hier und die hier. Aber ich fahre dann doch meistens lieber nicht in der hier. So, also nur zur Info, ich bin kein Simracer. Ich fahre auch definitiv nie mit Ausrüstung, sondern immer mit Controller. Ich bin eigentlich Arcade Race Game Spieler. Und so fahre ich ja auch. Glücklicherweise kann man die Simracer fast alle wunderbar einstellen, sodass auch solche Noobs wie ich die spielen können. Ohne jetzt groß da trainieren zu müssen oder wirklich sich reinzufuchsen. Also das geht schon gut von der Hand. Im Prinzip kann man das wirklich so einstellen. Also wer Grid Legends kennt, das ist ein reiner Arcade Racer. Man kann das echt aufs Niveau von Grid Legends bringen. Also nicht ganz vielleicht, aber es ist ungefähr da. Also man kann die KI so mau einstellen, dass die nicht mithalten kann. Man kann die Regeln alle rausnehmen. Man kann Spritverbrauch, man kann Schaden rausnehmen. Du kannst die Strecken, die Renndauer einstellen, natürlich, klar. Und so viele andere Sachen. Natürlich auch irgendwo Standard mittlerweile, aber. Also. Ich finde, man kann das wirklich sehr vereinfachen. Wenn ich überleg, wie krass schwer manche Simracer dann doch sind für ungeübte Arcade Race Spieler. So, dann mal darüber rutschen. Noch 7 Minuten 20. Ah, jetzt hinter mir einen zerschossen. Also im Februar sind ja echt viele Spiele erschienen. Ich muss sagen, Banishers Ghosts of New Eden hatte ich mal auf der Wishlist. Aber hab dann entschieden, das ist kein Spiel für mich. Denn Terminator Dark Fate Defiance hatte ich natürlich auch auf der Wishlist, weil also ein Terminator-Spiel ist halt einfach cool. Grundsätzlich. Problem ist aber, es ist einfach nicht mein Genre. Es ist nämlich so ein Echtzeit-Taktik-Spiel mit ganz, ganz viel Micromanagement. Ohne Basenbau natürlich, aber mit sehr viel Micro, weil jede Einheit wichtig ist. Einheiten können aus Panzern rausgeschossen werden, die Panzer sind dann fahrunfähig, Benzinverbrauch spielt eine Rolle, Munitionsverbrauch glaube ich auch, also es ist wirklich sehr komplex und da dachte ich mir dann, nee, den Stress will ich mir nicht geben. Da bin ich einfach mehr der Command & Conquer Typ für einfache Echtzeitstrategie im Sinne von, da muss man jetzt so viel beachten, einfach Tank Rushen gut. Ja. Deshalb die habe ich dir gekauft, beide. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Skull and Bones Quadruple A lässt mich völlig kalt. Erfüllt auch überhaupt nicht die Standards, die ein Spiel eigentlich von dem Budget haben müsste. Ganz anders das hier. 30 Euro statt 70 wie bei Ubisoft. Ist natürlich auch ein viel kleineres Spiel, okay, gebe ich zu. Ansonsten, ja, was kam noch? Den Suicide Squad habe ich mir gekauft, tatsächlich. Ja.
Ich habe gerade eine ziemlich schlechte Rundenzeit gefahren, wenn ich das so mit der Anzeige jetzt oben mal beachtet habe. Aber wir haben das Rennen auch bald durch. Noch 4 Minuten 39, 38. Muss auch sagen, performance-technisch, das Spiel kam heute raus. Es läuft butterweich. Ich kann die technischen Probleme, die viele haben, nicht nachvollziehen. Bis jetzt hatte ich eigentlich keine. Was man verbessern kann im Menü, ist die Menüführung relativ zäh. Also auch das Input-Delay zu hoch oder wie noch immer es nennen. Also es braucht halt eine Weile, bis das alles so flutscht. Das geht nicht so schön von der Hand. Und ansonsten die Ladezeit für die Strecken. Gerade wenn die Strecke zum allerersten Mal geladen wird, dann die zieht sich schon. Also das, da hilft auch eine SSD, glaube ich, nicht groß viel. Das ist weniger toll. Aber wird bestimmt noch optimiert. Also für eine Early Access Version, da habe ich schon schlimmere Early Access Spiele gekauft. Teilweise refunded, weil sie echt Schrott waren. Aber das, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es Early Access ist, würde ich sagen, es ist ein schickes kleines Rennspiel. Aber würde mir nicht unbedingt auffallen, dass es noch Early Access ist. Aber wie gesagt, man kann sich hier noch einiges dran drehen. Ich muss mir da mal einlesen, was denn vielleicht so geplant ist. Wahrscheinlich erstmal Bugfixing und irgendwelche Fehler ausbügeln. Da gibt es nämlich schon eine Liste, habe ich gesehen, im Community Hub. Von den Entwicklern selbst, Known Issues. Kannst du mal, was wir da vielleicht vorbeikommen? Oder uns direkt den Weg durchmöhren? Oder halt jetzt ausfahren? Wird wieder keine gute Rundenzeit, aber wir haben dann das Rennen auch gleich durch. Definitiv ein gutes Spiel. Aber wie wir alle wissen, Geschmäcker sind ja verschieden. Also ich glaube, das wird kein Refund. Ich glaube, das werde ich mir schön auf der Platte belassen. Ist auch nicht allzu groß. Also speicherplatzmäßig hört sich wirklich sehr in Grenzen. Ich glaube, es sind sogar unter 20 GB. Also das geht auch. Wie gesagt, die Grafik ist jetzt vielleicht eine Top-Notch fürs Jahr 2024 vor allem auch, aber wenn man denkt, dass Forza Motorsport noch Ende 23 rauskam und auch ein Forza Motorsport 7 im Vergleich vielleicht, zumindest was die Strecken und Landschaften angeht, noch ein bisschen schicker aussieht. Aber es ist hier auf jeden Fall kein hässliches Spiel. Die Autos selbst schauen ja sehr detailliert aus. So, noch weniger als 2 Minuten. Bleibst du bitte hinter uns? Die sind halt doch schneller, die Hypercars. Oh, den rase ich bald da hinten rein. Hier. Ja, und dann mal ein kleiner Ausblick. Was kommt noch im Monat Februar? Also eigentlich habe ich jetzt nichts mehr auf der Liste. Nächstes Spiel, was mich interessieren würde, käme im März. Und das wäre. Muss ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen raten. Outcast. Aber ob das jetzt was taugt, weiß ich noch nicht. So. Dann haben wir es doch gleich hier aufs Bar. Also die Runde wird jetzt normalerweise noch zu Ende gefahren, auch wenn die Zeit abgelaufen ist. Kenne ich jedenfalls aus anderen Simracern so. Was Simracer angeht, ich kann den Automobilista 2 sehr empfehlen. Ich habe auch selbst mir den Assetto Corsa Competizione noch gekauft. Und angefangen über WRC-Spiele, die ja jetzt keine Sims unbedingt sind, aber doch schon eher Sim als Arcade zum Teil. Jetzt
jetzt nochmal ins Kiesbett. Oh, das ist ja jetzt schön. Wir haben den Race Room auch. Den habe ich mir auch gekauft. Also, was heißt gekauft? Der ist ja grundsätzlich umsonst. Aber da gibt es nicht so viele Inhalte, wenn man die Inhalte nicht kauft. Der ist auch ziemlich cool. Ja, und Forza Motorsport 7. Und wir sind im Ziel, haben irgendwelche Achievements freigeschalten. Und dann haben wir jetzt da mal nur Platz 7 belegt? Nee. Irgendwie schon. Achso, Platz 1 im GTE, aber 1, 2, 3, 4, also 6, aus, 6 Autos aus anderen Klassen waren vor uns. Aber hier in der Klasse sind wir Erster. Also siebte Position, aber in der Klasse, hier steht's Erster. Team Dennis Broden Racing. Okay, Event verlassen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen beim Le Mans Ultimate.